Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, was viele von euch lang ersehnt haben, genauso wie ich. Und zwar habe ich wieder eine dicke, fette Schublade hier voll mit Aufgebrauchprodukten und ich möchte mit euch so eine Langzeit-Review machen. Ich war ehrlich gesagt nie so ein wirklicher Fan von Aufgebraucht-Videos auf meinem Kanal. Ich schaue sie aber bei anderen sehr, sehr gerne. Ich habe festgestellt, dass es mir ganz besonders schwer fällt, ein Aufgebraucht-Video zu machen, weil ich recht selten etwas aufbrauche. Aber wenn ich etwas aufbrauche, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, vor allen Dingen bei dekorativer Kosmetik, dass ich die Sachen sehr, sehr gerne mag. Ich habe wirklich einige Sachen hier gesammelt, die ich mit euch besprechen möchte. Einige Sachen sind aussortiert, weil die jetzt einfach durch sind und ich würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt und vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann auf die 100.000 Abonnenten zuzugehen. Ich bin hier, ich bin da, kleine Storytime. Falls ihr von Instagram kommt, wisst ihr, was gerade passiert ist. Wenn ihr dieses Video seht, sind Danny und ich wahrscheinlich im Urlaub und aus unerklärlichen Gründen braucht man für diese Reise einen Reisepass oder einen Perso, der noch 6 Monate gültig ist. Meiner ist aber nur noch 3 Monate gültig, weil wir hatten die letzten 2 Jahre Pandemie. Ich bin nicht weggefahren. Deswegen habe ich mich darum nicht gekümmert. Jetzt sind wir aber spontan auf dem Weg in den Urlaub und wir brauchen tatsächlich einen Reisepass, der länger als 3 Monate gültig ist. Und in Berlin einen Termin für einen Reisepass zu bekommen, ist schwieriger als 6er im Lotto plus Superzahl. Ich habe es geschafft. Guess what? Vielleicht sollte ich Lotto spielen. Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich rutsche ein Stückchen näher dran. Ich probiere gerade so ein paar neue Techniken mit der Kamera aus, mit den Lichtern aus. Schreibt mir gerne dazu ein kleines Feedback in die Kommentare. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Ganz, ganz kleiner, wichtiger Disclaimer von meiner Seite. Falls hier Produkte dabei sind, die ich sehr, sehr gerne mag und ihr aber nicht oder genau andersrum, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Das sind natürlich nur meine Meinungen, die ich so ein bisschen, ja, mit euch teilen möchte. Und wenn etwas für euch funktioniert, aber für mich nicht, dann freue ich mich riesig, dass es für euch funktioniert. Denn ihr habt euer Geld dafür ausgegeben. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das auch richtig investiert habt. Ich habe einmal meine Schublade aus dem Regal geräumt und wir greifen einfach rein. Ich habe jetzt nicht so eine richtige Struktur, wie immer in den Videos. Wir haben Pflege mit drin. Wir haben vor allem recht viel Pflege mit dabei in diesem Video. Wir haben aber auch Make-up. Und wir starten mit dem ersten Produkt. Das ist das hier. Das habt ihr, glaube ich, schon mal im letzten Aufgebraucht-Video gesehen. Das sind Domol Hygiene-Reinigungstücher. Ich gehe immer zu Rossmann, meine liebste Drogerie. Und ich habe hier diese Tücher eigentlich immer hier oben liegen, um schnell mal eben die Oberflächen sauber zu machen. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, hier oben sieht es aus wie Sau. Liegt natürlich daran, dass ich hier sehr, sehr viel Zeit oben verbringe, viele Puderprodukte benutze, viele Make-ups und das schmiert alles. Und um wenigstens das Gefühl zu haben, dass es sauber ist, gehe ich hier 1-2 Mal die Woche lang über die Oberflächen und wische so ein bisschen die Sachen ab. Kaufe ich immer wieder nach, sind 40 Tücher mit drin. Die Hände werden danach ein bisschen trocken, ist okay. Benutze ich aber trotzdem sehr, sehr gerne. Dann kommt mir hier ein Produkt rein, was ich heute Morgen aufgebraucht habe. Und das ist von Ghoul, das Feuchtigkeitsaufbau-Shampoo für trockenes und sprödes Haar. Ich bin alles davon. Es riecht sehr, 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 sehr gut. Hier ist Kaktusfeigenöl mit drin, Hyaluronkomplex und es soll nachhaltige Feuchtigkeit ins Haar bringen. Ganz ehrlich, also ich wasche mir jeden Tag die Haare. Ich benutze jeden Tag Gel, ich benutze jeden Tag Haarsprays und sobald ich mich hinlege, sehe ich aus, als hätte ich 3 Wochen lang im Berghain gefeiert. Deswegen muss ich mir morgens die Haare immer waschen. Manchmal reicht es, wenn ich sie mir ein bisschen nass mache, aber eigentlich ist es völlig egal, welches Shampoo ich benutze. Das hatte ich in PR bekommen in einer Lovebox. Da gab es auch so ein Haarparfüm. Dieses Haarparfüm ist das schönste Parfum, was ich habe, als Raumduft. Wenn ihr ein bisschen bougie on a budget seid, kauft euch einfach ein billiges Parfum, sprüht das in den Raum und ihr habt den schönsten, schönsten Raumduft. Und davon gab es auch so ein Haarparfüm, ich glaube Sommerbrise oder so. Fantastisch. Und das riecht halt auch gut. Hat es jetzt mein Haar lang, wallend und glücklich gemacht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe noch Haare auf dem Kopf, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Wobei, viele sind es auch nicht mehr. Okay, hier haben wir einen Augenbrauenstift von She Glam und ich muss sagen, der war ziemlich, ziemlich gut. Auf der einen Seite hatten wir nämlich hier so eine normale Augenbrauenspitze, der hatte eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich würde euch gerne Informationen dazu geben, aber hier steht nichts drauf. Ist das EU-konform?
I doubt it. Aber der war sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ist hier so ein Eyeliner mit dran, womit ich mir immer so die Härchen reingemalt habe. Hier ist auch noch ein bisschen was drin, aber ich habe jetzt gedacht, okay, der sieht schon durch aus. Die Seite ist komplett leer, habe ich aufgebraucht. Würde ich mir wieder kaufen, aber ich kaufe mir nichts von Shiglam mehr. Bin ich kein Fan davon. Genauso wie hier, da habe ich von Kylie Cosmetics den Kai Brow Augenbrauenstift. Der war in der Farbe Medium Brown. Der war okay. Ihr seht, auch der ist leer. Und hier hinten ist so ein Spoolie dran. Okay, ne? Aber ich glaube, ich hatte es euch in der Review auch zu diesem Augenbrauenstift gesagt. Ich tue mich sehr, 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 sehr schwer damit, einen Augenbrauenstift für über 3 Euro zu kaufen. Ne? Ich glaube, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Tief im Herzen bin ich die Günstmaus. Und selbst wenn ich 10 Millionen Euro auf dem Konto hätte, würde ich mir keinen Augenbrauenstift mehr für mich selber. Für ein Video ist das ein bisschen was anderes. Das müssen wir ein bisschen differenzieren. Aber für mich selber würde ich das nicht kaufen. Weil hier, Catrice 2,49. Was haben wir hier noch? Rival de Loupe 1,49 €. Also ihr merkt schon, ne? Ist Quatsch, sie machen alle dasselbe. War okay. Hier habe ich nochmal Hygiene-Reinigungstücher. Die waren irgendwo gratis mit dabei. Habe ich hochgelegt. Ist genau dasselbe. Ist halt die DM-Version davon. Aber wir machen weiter mit einem Puder. Mit einem losen Setting-Puder von Anastasia Beverly Hills. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das habe ich nicht erst jetzt aufgebraucht, sondern schon vor einer Weile. Aber ich habe immer wieder meine Puder hier drin gemischt, wenn man den Deckel recht gut abbekommen hat. Und dann konnte ich das einfach immer wieder verwenden. Das Anastasia Puder an sich war okay. Es war wirklich nur okay. Es hat nicht mit jedem Concealer funktioniert. Es sah an manchen Tagen recht trocken aus. Es ist ein recht trockenes Puder. Und ich habe mittlerweile einfach bessere Alternativen dazu gefunden. Würde ich mir persönlich nicht mehr nachkaufen, war aber okay. Und ich finde auch 38 Euro dafür ist recht teuer gewesen. Dafür, dass es halt nicht immer funktioniert hat. Ihr wisst, wenn ich, also ich sage ja nicht, kauft euch etwas nicht, weil es teuer ist. Das sage ich ja nicht. Sondern ich sage euch, wenn ihr wisst, dass etwas gut funktioniert und ihr die Möglichkeit habt, euch was zu gönnen, gönnt ihr. Völlig in Ordnung. Aber wenn ich eine Alternative habe, die vielleicht 2 Euro teurer ist, aber wesentlich besser und zuverlässiger performt, bin ich immer bei der etwas teureren Alternative, als nur auf Krampf die günstigere zu nehmen. Ich glaube, das macht so ein bisschen Sinn, wenn die Möglichkeiten da sind. Als günstigere Version Huda Beauty Easy Bake, Rival Loves Me Ready for the Thrill, Rival Loves Me dieses Vierer Puder. Das sind alles gute, solide Puder, die eigentlich immer funktionieren. Bei mir zumindest. Dann geht es weiter mit einer Pflege. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor einem Jahr von Dior einen Adventskalender bekommen. Da waren viele Reisegrößen mit drin. Unter anderem das Super Potent Serum. Das ist, also die Verpackung ist allein schon Luxus, ne? Das ist Glas. War ganz gut. Ich habe das mittlerweile auch in der Originalgröße. Ich benutze das ganz gerne für Fotos. Als Grundierung, günstige Alternative dazu habe ich selbstverständlich auch für euch. Gibt es Leute, die in Aufgebraucht-Videos auch günstigere Alternativen zeigen? Weiß ich nicht. Hier, Balea Vital Plus Intensivserum. 1:1 dasselbe, riecht sogar fast gleich. Das einzige Problem, was ich hiermit habe, ist, dass wenn ich das zu oft und zu regelmäßig trage, dass ich Unterlagerungen in der Haut bekomme. Ich vermute, das kommt davon. Deswegen benutze ich das meistens nur, wenn ich mich recht zeitnah wieder abschminke oder im Alltag. Abends benutze ich das nicht, dafür ist es mir zu intensiv und das ist halt beduftet, ne? Aber ich habe es in der Originalgröße auch hier und ich greife auch dazu. Ein weiteres Puder, was jetzt aussortiert wird, beziehungsweise es ist sogar schon fast leer, ist hier von Jeffree Star. Erinnert euch, das war eine Zeit lang mein absolutes Lieblingspuder und vom Finish her wäre das auch noch der Fall. Aber ich habe festgestellt, dass immer, wenn ich das benutzt habe, meine Augen angefangen haben zu tränen, weil das sehr intensiv parfümiert ist. Und das finde ich recht schade, weil es ist nicht günstig. Es hat den schönsten Effekt auf der Haut gehabt. Ah, es ist von Jeffree Star. Okay, ne? Auf der anderen Seite, das Puder war sehr, sehr gut, aber ich vertrage es einfach nicht mehr. Und manchmal ist es wirklich so, ich habe generell im Moment bei vielen Sachen das Gefühl, dass sich einiges verändert. Sagt man nicht, dass sich der Körper alle 7 Jahre verändert? Ich glaube, ich bin zum 7, 14, 21, 28, zum 4. Mal verändert sich mein Körper gerade. Und ich habe neulich Dill gegessen und ich bin nicht schreiend weggerannt.
Ich habe keine Ahnung, was los war. Aber ich glaube, dass ich das einfach nicht mehr vertrage. Ist nicht so schlimm. Ich habe euch eben Alternativen gezeigt. Dann haben wir hier eine Creme von Beauty Mates. Glaube ich, meine vierte, fünfte oder sechste, die leer ist. Oh, ein bisschen ist noch drin. Kann ich meine Hände mit eincremen. Das ist die Intensivpflege für trockene Haut. Auch eine sehr, 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 sehr gute Creme. Und benutze ich gerne, habe ich oft zugegriffen, nehme ich auch regelmäßig immer noch wieder. Komm, machen wir weiter mit einer weiteren Creme. Das ist die Aqua Intense Creme. Ihr seht, ich gehe durch recht viele Cremes durch, weil ich mich vor allen Dingen auch sehr oft abschminke und dann immer dieses spannende Gefühl auf der Haut hatte. Damals hatte ich noch nicht mein Microfiber Multitool, was das reduziert hat, weil ich halt nicht mehr diese Micellenwasser benutze. Das heißt, meine Haut spannt nicht mehr so, ich brauche nicht mehr so viel Creme. Ihr habt übrigens jetzt die Möglichkeit, ich habe es euch wahrscheinlich in den anderen Videos auch schon gesagt, euch auf die Warteliste setzen zu lassen. Und ihr bekommt dann unverbindlich eine E-Mail vor allen anderen, dass die Sachen jetzt online sind und ihr sie kaufen könnt, wenn ihr wollt. Aber das ist keine Kaufverpflichtung. Geht einfach auf giacomocosmetics.com. Da könnt ihr auf Presave gehen, mir eine E-Mail schreiben. Hashtag Restock reicht völlig aus. Und dann benachrichtigen wir euch, falls die wieder da sind. Die Creme sehr, sehr gut. Auch eine meiner besten. Die ist komplett leer. Ganz tolle Creme. Nehme ich immer wieder. Da greife ich immer wieder gerne dazu. Ich habe hier eine Maske von Arcana. Das ist eine Neuro-GABA-Lift-Maske. Die war in irgendeinem Paket mal mit drin. Und Freunde, die ist noch fast voll. Ich glaube, die kostet 80 Euro und ich habe das noch nicht erlebt. Das ist verrückt, diese Maske. Die tut weh auf der Haut. Du hast richtig das Gefühl, da sitzen 100 Milliarden Ameisen in deinem Gesicht und pinkeln dir auf die Haut und es brennt und es brennt und es brennt. Der Effekt auf der Haut ist wunderschön, aber ganz ehrlich, 60 Euro, was auch immer, bitte nicht. Ich habe meine Brille gefunden. Warum die hier drin ist, weiß ich nicht. Ich habe meine Augen ja letztes Jahr lasern lassen, aber vielleicht brauche ich die nochmal für... in 10 Jahren vielleicht? Keine Ahnung. Okay, die Brille bleibt hier. Weiter geht es mit einem Setting Spray und das ist von Dominique Cosmetics, das Ultra Hydrating Fine Mist Spray. Tolles Spray, sehr, sehr gut, gibt es bei Purish. Wundervoller Sprühnebel, ist leider leer, könnte ich mir eigentlich umfüllen, aber ich habe sehr, sehr viele Setting Sprays hier. Hat einen sehr schönen Film auf die Haut gegeben. Nicht zu glowy, hat einfach sehr gut Feuchtigkeit gespendet, hat aber nicht das Make-up verlängert. Ich habe das meistens immer unter meine Base oder zwischen den einzelnen Make-up-Schritten aufgetragen, um so ein bisschen mehr Feuchtigkeit und Glow auf die Haut zu kriegen. Dann habe ich hier von How Cosmetics das Indigo Child Setting Spray. Auch eins meiner absoluten Lieblings-Sprays. Das hat so einen leichten Schimmer mit drin. Ihr seht, es ist fast leer, aber ich habe mittlerweile wieder neues und ich benutze die Sachen von How Cosmetics meistens tatsächlich abends. Auch das hier, auch wenn da Duftstoff und Glitzer ist. Aber ich habe das Gefühl, am nächsten Tag sieht die Haut so wunderschön aus. Bin ich froh, dass ich noch ein Backup habe. Ich habe sogar, glaube ich, noch drei weitere in der Schublade. Ganz, ganz tolles Spray. Maxim 10 ist ein Code, der gilt da, glaube ich, immer drauf, falls ihr es haben wollt. Aber auch die Augenpads. Die Augenpads hätte ich hier mit reinlegen können, habe ich, glaube ich, schon 20 aufgebraucht, ne? Hab mir 60 nachbestellt bei Purish mit meinem eigenen Code und habe, glaube ich, schon ein Drittel aufgebraucht oder so. Fantastisch, einer der besten Augenpads. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von meiner eigenen Marke. Auch hierzu wird es bald ein Video geben. Da fehlen einige Farben, weil es die Palette so leider nicht geben wird. Aber deswegen kann die jetzt eigentlich weg. Ich habe hier eine Creme von Fenty Skin. Das ist die Instant Reset Overnight Recovery Gel Creme. Ich habe hier extra noch so ein kleines bisschen drin gelassen, um es euch zu zeigen. Auch das ist eine ganz, 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 ganz tolle Abendcreme. Es ist sehr praktisch, die zu benutzen. Fenty hat sich da einiges bei gedacht und hat gesagt, okay, komm, du musst dir eigentlich nur das Innere nachkaufen und kannst das Äußere aufheben. Werde ich auch tun. Ich habe nämlich hiervon die Refills schon. Ganz, ganz tolle Creme. Ich benutze die. Oh, ich liebe den Geruch. Sehr, sehr gerne, wenn meine Haut sehr beansprucht ist, wenn ich viel unterwegs war und die Haut sehr trocken und ausgelaugt ist. Kann man auch gut unter Make-up benutzen, aber allerdings ganz, ganz wichtig, die Haut ist danach sehr, 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 sehr glowy. Na, also das ist keine matte Creme. Wenn ihr ölige Haut habt, glaube ich, ist das nur was für abends. Toller Effekt. Ich kann halt bei Pflege nicht oft sagen, ob etwas wirklich richtig Wirkung erzielt hat, wenn ich das so nebenbei verbrauche. Wenn ich euch irgendwie eine Kollektion an Produkten vorstelle, dann benutze ich in der Zeit ausschließlich die, um euch zu sagen, was hat sich für mich verändert. Das habe ich hier halt nicht gemacht, deswegen kann ich euch da nichts sagen.
Aber ich mochte sie gerne. Also sie hat nichts Schlechtes gemacht. Genauso wie hier von Fenty der Hydro Visor. Das ist nur die Umverpackung, die habe ich nämlich aufgehoben, weil ich auch ganz viele Refills davon habe. Meiner Meinung nach einer der besten Sonnenschütze, Lichtschutzfaktor 30 allerdings nur, auch parfümiert, aber der sieht fantastisch unter Make-up aus. Er lässt das Puder von Fenty so ein Stückchen oxidieren. Ich habe auch das Gefühl, alle anderen, also der reagiert ein bisschen mit den Foundations, die ich zumindest benutzt habe. Ganz, ganz toller Glow, wunderschöner Effekt. Habe ich mittlerweile mehrere schon aufgebraucht. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht hier einige von meinen Lashes. Die kann man ja wirklich recht oft benutzen. Sind im Shop auch noch für euch verfügbar. Wollte ich euch einfach noch mal hier mit rein zeigen. Also 15, 20, wenn du Glück hast, 25 Mal kannst du das auch benutzen. Ne? Aber die kennt ihr. Was jetzt definitiv wegkommt, ist von Benefit die Eyes It's Potent Eye Cream. Da ist einiges noch drin, die ist jetzt aber, ja, die riecht nicht mehr so gut. Die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, hat jetzt auch nicht so viel gebracht, würde ich sagen, sah unter Make-up aber schön aus. Also vor allen Dingen, wenn man so trockene Stellen hier außen hatte oder so, abends ein bisschen rauf, am nächsten Tag war das weg. Ganz gut. Was ich aufgebraucht habe, endlich, ist von Frack, dieses mini, mini kleine Freckle-Augen, wie heißt das? Nicht Augen, Sommersprossen-Ding. Habe ich mittlerweile eine günstigere Alternative gefunden. Hier ist sogar noch ein bisschen was drin, aber ich finde, ich weiß es nicht. Es steht mir nicht, es sieht irgendwie komisch aus, es sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Für besondere Looks ist das in Ordnung, aber ich glaube für den Alltag. Lasst lieber die Finger davon. Aber es ist gut. Also versteht mich nicht falsch. Dann habe ich hier ein Spray von Drunk Elephant. Das ist das Sweet Biome Fermented Sake Spray. Das soll den Säureschutzmantel der Haut durch fermentierte Sake Sprays, also Sake, irgendwas fermentiert. Geil. Sehr, 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 sehr gut. Also gerade wenn ich mein Gesicht abgewaschen habe und getrocknet habe und dieses spannende Gefühl hatte, bin ich da einfach... Oh, ein bisschen ist noch was drin. Bisschen rübergegangen. Das ist sehr schnell eingezogen und es hat sofort aufgehört zu spannen. Habe ich mir schon wieder nachgekauft. Sehr, 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 sehr gut. Drunk Elephant ist sehr teuer, aber es ist meiner Meinung nach sein Geld definitiv wert. Einer der besten Skincare-Reihen, finde ich, für mich. Jetzt kommen drei meiner absoluten Favoriten. Und wenn ihr nichts aus dem Video mitnehmt, außer diese drei Produkte, dann ist das völlig in Ordnung. Wir haben hier als erstes das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Dieses Setting Spray, Freunde, der Sprüher, nicht so gut. Das Spray ist das schönste Spray, was ich jemals gesehen habe. Ein Glow. Es liegt auf der Haut wie so ein bisschen Glazed Donuts. Ganz weich, ganz frisch. Der Duft ist fantastisch. Ich liebe den. Und du siehst aus wirklich wie so ein lackierter Donut. Ganz glänzend, ganz frisch unter Make-up, zwischen dem Make-up, über Make-up, überall. Habe ich noch nicht nachgekauft. Bin ich ein bisschen zu geizig, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was das kostet. Aber das ist das beste, beste Setting Spray. Dann habe ich hier von Wishful das Get Even Rose Oil. Kostet, glaube ich, 68 Euro. Das ist toll. Da ist Rose, Karottensamen mit drin. Ich wusste gar nicht, dass Karotten Samen haben, aber müssen sie ja irgendwie. Rosehip ist nicht das Wort mit C und Biss. Rosehip, hier, Hagebutte. Und Baobab, keine Ahnung, was das ist. Tolles Öl, riecht. Ich finde den Duft schon fast unangenehm, weil das halt nicht parfümiert ist, sondern du hast einfach nur... Ja, es riecht halt so ein bisschen wie Karottenöl, ne? Kennt ihr das so? Mein Opa benutzt, hat das immer benutzt, so Karottenöl fürs Gesicht. Ist okay, es riecht halt ein bisschen, aber... Mega! Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Haut nach 3-4 Wochen viel entspannter, viel ruhiger ist und ich habe mir das auch schon nachgekauft. Ich wünschte, ich wäre bei Wishful auf der PR-Liste oder bei Huda Beauty. Ich kaufe die Sachen aber selber tatsächlich. 70 Euro ist eine Menge für ein Öl, aber Öl ist halt recht teuer. Ich schaue mal, dass ich euch irgendwie eine Alternative entweder bei mir, in meinem Shop oder aus der Drogerie geben kann. Ganz, 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 ganz tolles Öl. Wenn ihr sehr schuppige Haut habt, wenn ihr trockene Lippen habt, unter den Augen, hier an der Seite, könnt ihr alles mit eincremen. Funktioniert immer.
Und einer meiner absoluten Favoriten ist hier von Charlotte Tilbury, das Magic Serum. Habe ich mittlerweile auch schon die neue Flasche hier, benutze ich sehr, sehr gerne. Eins der schönsten Pflegeprodukte, finde ich, die es gibt. Der Duft ist toll. Ich mag den Charlotte Tilbury Duft eh im Moment und ich habe so langsam herausgefunden, wie man mit den Charlotte Tilbury Produkten am effektivsten arbeitet, dass man aussieht wie Charlotte Tilbury oder ihre Models. Du musst halt die Produkte so ein bisschen kombinieren und du musst wissen, dass das nicht, das ist ganz wichtig bei Charlotte Tilbury, habe ich das Gefühl, das ist nicht Full Coverage Make-up, das ist Skin, das ist dieses Runway Supermodel Glow. Das ist ja auch das, was sie lebt. Ich habe hier zum Beispiel von ihr diese Tinted Love Dinger. Das ist Quatsch, das ist der totale Quatsch, das hat keine Farbe, aber auf den Lippen ist das schön. Das gibt so ein bisschen Farbe ab. Ihr seht, ne, das ist eigentlich nur so ein durchsichtiges Gel und wenn man es verreibt, dann ist es weg. Genauso wie das Geld aus deinem Portemonnaie, wenn du das gekauft hast. Aber dieses Magic Serum, größte Empfehlung, genauso wie die Magic Cream, habe ich auch mittlerweile schon 6 aufgebraucht oder so. Ganz, 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 ganz toll. Gibt es auch in Testergrößen. Also falls ihr euch noch nicht an die Full-Size-Größen von Charlotte Tilbury rantraut, es gibt, glaube ich, von allem Testergrößen. Ich habe noch aufgebraucht die Maybelline Sky High Lash Sensational Mascara. Einer meiner liebsten Mascaren. Ein bisschen ist noch drin. Ihr kennt mich aber. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, was Mascaras angeht. Oder Mascaren tausche ich regelmäßig aus. Ist wohl auch gerade wieder verfügbar. Also wenn ihr die haben wollt und es damals nicht geschafft habt, gibt es jetzt in der Drogerie. Ich sage halt immer, die könnt ihr jetzt auch weg. Auch das ist schon die zweite von mir. Das ist die Gucci Mascara. Das Bürstchen ist recht ähnlich vom Effekt auf den Augen. Die Form ist ein bisschen anders. Aber die nehmen sich nichts. Also die kostet 12, die kostet 50 oder 40. Ich finde die ein Stückchen schöner, aber das ist so, so minimal, dass ich die jetzt nicht mehr nachkaufen würde, sondern jetzt, wenn es die wieder gibt, auch die immer wieder nachkaufen würde. Und das waren tatsächlich auch schon meine aufgebrauchten Produkte der letzten 2 Monate. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel ich dann doch letztendlich aufbrauche. Ich bin super gespannt, ob hier 1, 2 Produkte dabei waren, die euch gefallen haben, die euch vielleicht jetzt interessieren oder die ihr selber schon aufgebraucht habt. Dann schreibt mir das doch liebend gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!